User joined your channel. User requested talk power. City Build 6 ist Admin Evil. Ja, und der will jeden 200k geben, wenn die alle Hashtag Magnus jetzt schreiben. Und der Drew auch mal. Wenn man was macht? Hashtag was? Wenn man Hashtag Hard Reset reinschreibt. Hashtag Hard Reset. Dann kriegt man 200k. Also dann kriegt der jeden 200k und der macht immer slash insti all. Und dann gibt er einen Rapid Step für. Und ich hab jetzt. Also, ich konnte P, was der gemacht. Abge müsste eigentlich jetzt mal kommen. Irgendwann mal. Aber er kommt ja nicht. Weil ihr Slash PR hätten wir eh gewusst. Was macht der Drop mit vorne? Jetzt zerstört den Server. Der Server ist down, ich sag's dir. So, wo ist denn Admin Evil jetzt? Hitwap the Spawner gerade. Scheiße, ist es. Wo denn? Slash PH Admin Evil. Und dann hinter seinem. Slash PH Admin Evil. Hitwap the Spawner dahin. Das ganze Silbert ist hier. Jo, dann sind wir jetzt wieder live dabei. Vielen Dank für den Hinweis übrigens, Noel. Ja. Oh, scheiße. Alter, ab ist da. Oh. Oh. Lol. Ja, dann befinden wir uns hier wieder mitten im Geschehen. Hier steht eine komische rosa Rakete. Ich frage mich, was die immer mit ihren Raketen haben. Wäre natürlich jetzt erstaunlich zu hören, was über die sich unterhalten. Ich mach mal wieder den Chat rein. Ja, die schreiben über Schilder, glaube ich, wieder. So, wie ist wieder da? Abgeben wir Hard Reset. Wer kein Hard Reset möchte, schreibt kein Reset. Oh, wo die schreiben da, ich lese. Ich hab kein Optifine, scheiße. Ha, ha, ha. Ich schreibe alles, was ihr wollt, egal ob ihr jetzt ein Reset wollt oder nicht. Nein, ich hab nicht mitbekommen, was die auf den Schildern schreiben. Oh, Mist. Irgendwas mit HH. Ich hab kein Optifine. Shit. Kann man das erkennen? Nö, glaub nicht. Ich komme mal ein bisschen näher. Von der anderen Seite. Viel Spaß. Ach verdammt. Schreiben jetzt genau, so dass ich es nicht lesen kann. Ja. Oh, die droppen mir alle Sachen. Moment, ich mach den mal auf Vollbildschirm. Das ist dann ein bisschen höher. Kein Reset. Jetzt schießen die alle mit den Paintball-Guns. Ja,
Mann, ich hab leider. Alle wurden gekillt. Nein. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich hatte so geilen Stuff dabei. Naja, ich hab meine Rüstung verloren. Auch. Mann, jetzt hab ich meine Rüstung verloren. Scheiß Apfel. Mist, ich hab kein... So, in dem Falle hole ich mal schnell meine AFK-Puppen. Denn da gibt's doch gleich wieder Entschädigung. City Build 6, 12 Sekunden. Der alle abgehört, allen 10k gepaid. Oh, was ist das denn für eine Entschädigung? Was, jetzt schon? Ach verdammt, kam ich ein bisschen zu spät, ja. Mit dem Waldruiden. Ach, der Server ist down. Waldruide. Der eine hat gerade mit einem Pet Enderman die Dinger geklaut, ne? Die Spawner. Welche Spawner denn? Da lagen 30 Spawner auf dem GS. Und die haben alle jetzt Sachen da, die da auf dem GS lagen. Jetzt gucken wir mal. Upgrift hat hier $10,000 gegeben. Oh ja, immerhin, ne? Ich habe eine Rückkopplung bei dir, Noel. Kannst du was dagegen machen? Was? Alle haben Monster Spawner bekommen. Ja, voll, nice. Na, dann hat sich's ja doch gelohnt, dass ich den Waldruiden, hier steht der Waldruide, und die Kiki, wo haben wir die Kiki? Ist das hier die Kiki? Ja, hier ist die Kiki. Die Kiki und der Waldruide haben beide jetzt wieder einen Spawner für mich. Mit mir selbst sind es dann 3 Spawner. Ich habe aber meine coole Rüstung verloren, schade. Muss ich mir eine neue nehmen? Naja, nicht so schlimm. Naja, ich habe auch sehr. Ist ja alles kein Vergleich zu einem Spawner, ne? Also daher. Im Moment, bevor ich wieder sterbe, werde ich mal schnell den Spawner in die IC tun. Genauso werde ich das mal machen mit der Kiki. So, Spawner und die ganzen Spitzhacken, die müssten ja auch nicht verloren gehen. So. Und dann mache ich dasselbe nochmal mit dem Wald eben. So, Spawner in die EC tun. So, konntet ihr jetzt nicht sehen? Hattest du auch guten Stuff dabei? Na, ich hab's in die IC verschoben. Ich meine, abgesehen mein Werkzeug, aber naja, das ist nicht so schlimm, dass ich das verloren habe. Und meine Rüstung. Naja, ich hoffe mal, dass die zwei sich irgendwie einigen können. Also mittlerweile dürfte ja ziemlich klar sein, dass Admin. Oh! Jawohl, jeder hat 64 XP-Flaschen bekommen. Das heißt, ich krieg mal wieder. Oh, nochmal 64. Jo, ist nice mit 3 AFK-Puppen hier. Ne, 2 AFK-Puppen und meinem Hauptaccount so viel abzugreifen. Und noch mehr. Was geht denn hier ab, Alter? Mist. Alter, ich höre hier, das ist alles am Spawn, aber ich jetzt gleich mal hin. Slash. Ihr hört die Geräusche von Kiki und von Waldruiden. Okay, ich mach mal den Ton ein bisschen leiser.
muss hier nur ein bisschen rumrennen und krieg überall noch Free XP ab, weil die Leute hier... Hallo, schmeißen Sie mich. Ich glaube, der fand das nicht sehr lustig. Dann frage ich mich, warum macht er das am Spawn? Ich dachte, er macht das, um halt allen Leuten das zugutekommen zu lassen. Ich meine, wenn man selber die XP für sich möchte, dann macht man das doch auf dem eigenen Guest, oder? Los, gib mir XP, ich muss mir eine neue Rüstung machen. Ach, ich hab keine Rüstung an, hab nur halbes Leben. Was ich hier mache, ist so gefährlich. Ich gehe mal schnell mal City Build 1, hol mir mal neues Werkzeug, neue Ausrüstung. Ja, nice. Wieder drei neue Spawner, XP-Flaschen ohne Ende. Komm, lass mich mal auf meine eigene Pyramide hier. Dankeschön. So, gucken wir mal. Ein OP-Helm. Ein Brustpanzer. Eine Hose. Einmal OP-Schuhe. Ich habe 210 Level. Ich hoffe, du hast nicht deine eigenen XP-Flaschen dafür verwendet. Nee, die von Abge. Nein, ich. Ich meine, ich hoffe, die Abge dir gegeben hat, hast du nicht verbraucht. Doch. Warum? Weil ich mir gleich ganz viele Spazierrüstungen mache. Ja, aber das ist ein sehr ungeschickter Weg. Du musst dich immer auf Level 30 bringen, verzaubern und dann wieder auf Level 30 bringen. Das andere kostet viel zu viel. Ja, das war eine neue und weitere Episode mit Admin Evil und ich war live dabei, dank Noel YouTube, der mir einen coolen Tipp gegeben hat. Er kriegt dafür $10.000 als Belohnung. Falls ihr auch mal einen Tipp für mich habt und daraus ein Video entsteht, dann kriegt ihr ebenso $10.000. Also immer schön alles im Auge behalten und an mich denken, wenn was passiert. Diesmal hatte ich leider etwas Ton- und Bildschwierigkeiten. Ich hoffe, ihr mögt mir das verzeihen. Ich versuche normalerweise einen etwas höheren Qualitätsstandard zu erreichen. Vielen Dank fürs Einschalten und vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.